Die meinen? Was? Kann ich helfen? Ich hab nicht genug Energie. Dann muss ich das anders machen. Schon mit klar. So, Ring. Das ist ja nett. Man findet da irgendwelche Diebe und die kann man dann ausnehmen, oder was? Sehr schön. Er hat ja auf dem ganzen Weg irgendwie Geld verloren, also Gold verloren, vielmehr. Aber das war natürlich Peanuts verglichen mit dem, was wir dann zum Schluss noch abgreifen konnten. So. Eine Truhe. Gold nehme ich natürlich gerne. Alles andere natürlich auch. Schnell was los hier. Meine Güte, nee. Ihr gehört nachts in die Betten, ihr sollt schlafen und hier nicht rumhampeln. Und Leute erschrecken. Und so. Es gehört sich nicht. Keine Benehme. Bin hier vollkommen falsch. Ganz nebenbei bemerkt. Aber das ist insofern in Ordnung, weil man halt dadurch nochmal wieder ich habe jetzt niemanden die Show gestohlen. Weil man dadurch halt immer mal wieder die Möglichkeit hat, Punkte zu sammeln. Mit gewissen Geschichten in Berührung kommt und so. Und überhaupt. Einmal springen. Lilith mal wieder einen Besuch abgestattet. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Da ist der Ort. Ich bin gar nicht so verkehrt. Moment, das nehmen wir noch mit. Sagt der Herr? Ah, ja, so schnell kann es gehen. So, erste Nebenquest erfolgreich absolviert. Aufnahme läuft noch, das ist gut. Dann würde ich erstmal hier die andere Nebenquest machen, von der anderen Person, bevor ich mich dann mit diesem Pilgerdingsbumsbums da beschäftige. So, Olesia, hallo. Gefräßige Tote, was für Dienste bietet ihr an? Ich sorge für einen steten Nachschub an, sagen wir, Proben. Für die Geistlichen in der Nähe. Mhm. Allerdings wird es immer gefährlicher, ihren Wissensdurst zu stillen. So. Ich benötige eine große Menge intakter Ghoul-Herzen aus der Umgebung. Die gefräßigen Toten in der Nähe haben etwas Besonderes an sich. Ja. Sie können sich mit nur wenigen Tropfen Blut reanimieren. Okay. Ich würde selbst aufbrechen und sie holen. Doch ich bin es eher gewohnt, mit den vollständig Toten zu verkehren. Natürlich schätze ich eure Diskretion und ihr werdet angemessen entlohnt. Ja, natürlich. Ich muss mal wieder grüßige Tote, befleckter Ruf. Da muss ich immer noch machen. Gut. Naja, ich muss mir also wieder mal den Kopf hinhalten. Schon mal was in diesem netten Behälter zu finden ist Gold. Gold ist nie verkehrt. Ein Blick auf die Karte. Gibt es da auch einen entsprechenden Ort? Warte mal. Die fräßige Torte. Ah,
Oh mein Gott! Riesige Tote. Wie komme ich auf dort? Doch eigentlich ganz gut gefrühstückt und so. Gut, ich muss also hier oben hin. Unter anderem, vielleicht gibt es ja noch wo an. Aha, ich sehe. Okay. Wir müssen hier also so ein bisschen weitläufig und so. Okay, uns hier durch die Gegend schlagen. Das heißt hier erstmal wieder zurück, Marsch. Und da ist die Ortsmitte. Und dann muss ich hier durch. So. Und dann ist es gleich hier um die Ecke, glaube ich. Ghoulherz? Ach, da schau mal einer. Guck, da gibt's ja jede Menge von den netten kleinen. Ja, ja, oh, alles gut. Ghoulherz. Gold, Ghoulherz. Hallo. Was, die murmelnde Mühle? Muss ich eine gewisse Anzahl erledigen oder muss ich da irgendwie alles abgreifen, was ich irgendwie kriegen kann? Weil ich denke mal, an Ghulen wird hier kein Mangel sein. Also von daher gesehen kann ich also hier endlos mich vergnügen. Da vorne werden ja schon die nächsten angezeigt. Da brauche ich noch nicht so unbedingt. Wobei. Wobei, ich glaube, ich muss mich wahrscheinlich hier wieder hauptsächlich in diesem Gebiet aufhalten. Denke ich mal. Ja, hier. So, die Murmel. Nee, das ist die murmelnde Mühle. Okay. Ist mir egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. So, ich schau mal. Gibt es. Oi. Gibt es für diese Aufgabe ein spezielles Gebiet? Oder ist da nur Nebenquest? Gut. Hier steht schon 12 von 15. Haben wir alles gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich schnapp mir mal den einen da, damit er nicht so alleine durch die Gegend geiert. So, schmeißen wir ihn ein. Ja. Hier rummeckern. Ghoulherze einsammeln. Alles wird gut. Du machst das schon. Bin ganz nah bei dir. Das kriegen wir beide hier gewohnt. Kaum ist weit davon entfernt, keine mehr zu haben. Oh. So, ja, wenn das gerade mal hier ist, nehme ich es mit. Ja. Also an Ghulen ist ja kein Mangel. Gut nochmal. Glaube. Das war's. Dann zurück, Marsch. Irgendwie bin ich hier nicht ganz richtig. Eigentlich schon. Ich musste nur hier durch. Alles gut. Hallo, mein Freund. Muss mal ganz kurz vorbei. Und dann sollte hier Quest abgegeben werden können. Hallo? Ich bin mit den Ghoulherzen zurückgekehrt. Ausgezeichnete Arbeit, Freund. Ghoulherzen scheinen die Geistlichen in letzter Zeit zu faszinieren. Das ist nicht überraschend. Den Feind zu verstehen, ist der erste Schritt zum Sieg. Allerdings. Geistlichen gar nicht mal so dumm. So. Quest abgeschlossen, gefräßige Toti. Wir haben die Ghoulherzen abgeliefert. Und dann würde ich mal sagen,
kümmere ich mich mal hier um die Geschichte. Von Velesna aus trat ich meine Pilgerreise an. Ich sprach an einem Schrein am Wegrand meinen Dank aus und erhielt einen Segen für meine Reise. Gebet des Reisenden. Wie, was das oder wie oder was? Ein weggeworfener Pilgerbrief. Ich dachte, ich kriege hier irgendwie noch einen weiteren Auftrag. Ach so, einen weiteren Auftrag, aber anscheinend nicht. Mal ganz kurz hier nach meiner Person. Kann ich irgendwas machen? Müsste ich irgendwas machen? Erstmal hier sortieren. Oh, wir haben verschiedene Ringe. Ausgerüstet ist im Augenblick das repostierender Ring. Magischer Ring, 119 Gegenstandsmacht. Macht 6% Widerstand gegen Schatten und Gift jeweils. 3% Schaden gegen Gegner in der Nähe. Oh, dann, was finden wir denn sonst noch anzubieten? Geübter Ring. Kältegift. Schattengift. Kälte, ja, weiß ich nicht. Blitzschatten. Kälteschatten. Oh, die sind jetzt nicht. Wahnsinnig besser. Der hat eine höhere Gegenstandsmacht. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ach, die kann man noch zusätzlich anlegen. Ah, alles klar. Das habe ich gar nicht gesehen. Da war noch ein Schlott frei, wird es hier. Kälte Schatten, Blitzschatten. Ah, okay. Gut. Wird das auch geklärt? Oder wir den tun, da bin ich noch nicht hintergestiegen. Da bin ich noch nicht dazu gekommen, mich da mal ein bisschen schlauer zu machen. Das muss ich unbedingt tun. Ich habe noch gar keinen Titel ausgewählt. Fällt mir gerade noch ein. Ja gut, das mache ich offscreen. Da muss ich mir in aller Ruhe was ausdenken. So, jetzt geht's weiter mit der eigentlichen Geschichte. Würde ich mal vorschlagen. Wir interagieren mal hier mit der Tür. Und wir hätten hier, wer bist du? Mit dem kann ich nicht sprechen, aber hier mit dem Magistrat kann ich lesen. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, die Ritter sind nicht beliebt, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und das ist für die Stadt dringend notwendig. Genau. Mit ihm konnte ich interagieren, das wollte ich eigentlich sagen. Mit Olexi. Was ist hier sonst noch Schönes? Ich könnte mich hier ein bisschen aufwärmen, in den Regalen rumstöbern. Da geht nur leider weiter nichts. Ja, gut, ich rede ja hier schon mal mit dem Hauptmann. Was benötigt ihr? Brava schickt mich. Ich suche nach Vigo. Ihr und dieses nervige Kind. Das Mädchen liegt uns schon die ganze Woche mit dieser Dämonenfrau in den Ohren. Okay. Vigo ist gegangen, um ihren Behauptungen nachzugehen. Er sollte im Bergbaulager nördlich von hier sein. Alles klar. Eine ganze Eskorte von Rittern ist dort letzte Woche verschwunden. Zusammen mit der Mutter des Mädchens und einer anderen Frau. Passt da draußen auf. Welche andere Frau? Ich habe hier mit zumindest einigen Frauen, Ritter und das Hügelchen, negative Erfahrungen gemacht, gerade da in der einen Nebenquest. So, such das Minenlager am Kiefernhügel auf. Ja, der Ritter und das Hügelchen. Piep, piep. Okay, ja, dann muss ich das wohl tun. Kurz mal geguckt. Karte, weist mir den Weg. Peter Reisende spricht ein Schrein und dann... Ach so. Ah, okay. Das ist, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das war das doch nicht nur der Zettel da. Da steckt dann doch ein bisschen mehr hier dahinter. Das wusste ich jetzt nicht. Dann machen wir das natürlich als erstes. Was ist mit ihm? So. Okay. So. Ganz kurz da rein, da war ich aber wohl schon. Was? Das ist das Dingenskirchen? Irgendwas habe ich da noch mitgenommen. Ja. Der Weg
Stimmt. Die Gegneranzahl auch. So, Gold nehme ich gerne mit. Da liegt noch jemand rum. Der hatte noch ein bisschen Gold dabei. Da liegt auch noch mal Gold. Was ist hier los? Da ist nichts los. Das nehmen wir auch mit. Ich nähere mich dieser Geschichte bezüglich des Schreins, um da Dankesgebete und so loszuwerden. Ach, hier. Erstmal Behälter und so gucken. Nein. Hallo? Dankesgebet? Ein Behälter. Geht das jetzt nicht mehr? Oder habe ich da was? Schreitschuhe. Ja, würde ich ja gerne, wenn... Ich bin doch hier richtig, ne? Was muss ich denn da jetzt tun? So. Irgendwie funktioniert das nicht. Habe ich da was Falsches gemacht? Ich hätte auch erst gedacht, ich kann den Zettel da mitnehmen. Aber das scheint ja auch nicht funktioniert zu haben. Also er hat ihn sich ja nicht zumindest eingesteckt. Ich guck mal, vielleicht kann man das ja später nochmal machen. Keine Ahnung. So, Ritter und Vögelchen, wir sind also ganz in der Nähe. So in etwa. Moment, Augenblick. Die Behälter nehmen wir mit. 11 Gold. Wie? Was? Wo? Hallo? Schönen guten Tag, ich wollte mal hier nach dem Rechten sehen und meine Herren, hier ist aber schwer was los. Macht ihr eine Party oder so? Eieieiei. Die wollten mich gar nicht reinlassen. Das finde ich sehr unhöflich. Ja, ich komme extra vorbei, um dann nach dem Rechten zu sehen, ne, gucken, ob da alles in Ordnung ist und so. Und die? Du kommst hier nicht rein. Mir doch mal den Zauberstab mitnehmen. Mann. Die fand ich jetzt aber aufdringlich. So an Ghoulen ist hier kein Mangel. Da muss ich hin. Dann machen wir das. Dann ist aber mal hier und so. Das sind dann mal ganz komische Methoden. Da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. So, die Handschuhe nehme ich mit, die Tunika nehme ich mit. Ich nehme hier alles mit, was ich irgendwie kriegen kann. Moment, da ist auch noch was. Nicht die Fellhose noch mit oder habe ich schon wieder Platzprobleme? Oh, da liegen noch Handschuhe. Ich hätte die fast übersehen. Das geht ja gar nicht. Okay. Moment. Also, ich bin hier aber richtig. Mehr Fremde im Lager? Jo. Ja, kommt doch noch was. Mehr Fremde im Lager und damit ist er fällig. Die sind alle sehr gesprächig. Plus 5 Ansehen. Irgendwelche Stiefel. Und hier hätten wir Vigo. Hallo. Seid ihr Vigo? Ich wurde geschickt. Ich bin mir ganz sicher. Sie hatte Hörner wie ein Tier, spazierte genau hier vorbei. Und meine Mutter ist da drin mit ihr gefangen. Ihr habt sie durchgelassen, Herr. Solltet ihr da nicht für ihre Sicherheit sorgen? Wir haben Soldaten drinnen stationiert. Um die solltet ihr euch auch sorgen.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.